klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Haben wir Christen nicht eine wunderbare Verheißung? Die Strafe liegt auf Jesus, damit wir Frieden haben. Das ist ein Fundament. Die Sühnung von Golgatha steht uns zur Verfügung. Man kann da auch noch zitieren, denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Eine andere Übersetzung sagt, denn mit einem einzigen Opfer, da auf Golgatha, hat er alle, die er für sich ausgesondert hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Nun, das sind Verse, die hören sich tatsächlich so an und können dargestellt werden: Meine Sünden sind erledigt, es ist vollbracht, Jesus hat Sühnung bewirkt für alle geschehenen Sünden und alle, die noch geschehen werden in meinem Leben. Ich bin rein um seines Wortes willen. Wunderbar. Alles abgehandelt. Und diese Darstellung hat einen Haken. Wenn ich sie missbrauchen will, um zu sagen, okay, mir kann überhaupt nichts mehr zustoßen. Ich stehe auf diesem wunderbaren Verheißung und es ist ja eine Wahrheit. Die Wahrheit enthalten, von Gottes Perspektive, vor Grundlegung der Welt sind seine Kinder bestimmt und die werden gerettet. Er weiß es, für ihn steht alles fest. Aber ich, Mensch, habe hier und heute einen Konflikt, einen Risikoraum, wo ich damit richtig umgehen muss, dass ich weiß, ich kann mich nicht auf Jesu Lorbeeren von Golgatha ausruhen und die eindeutigen Aufforderungen, die er auch stellt, dann in den Wind zu schlagen, die ganz deutlich sagen, ja, du bist gesund geworden, du bist heil geworden, du hast dich bekehrt, du hast eine Wiedergeburt erlebt. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht noch was Schlimmeres passiert. Das liegt auch im Bereich der Möglichkeiten und das erwähnt die Bibel. Das ist meine Perspektive. Mein Gott, der Allmächtige, der hat eine Perspektive. Davon gibt uns die Bibel Zeugnis, unter anderem von seiner Sicht der Dinge aus. Es ist vollbracht. Alles ist erledigt. Alles ist in sicheren Tüchern. Herrlich. Das ist seine Sicht der Dinge. Meine Sicht der Dinge ist, geh mit deinem Erdenleben so um, dass du Acht gibst, vorsichtig bist, dir nicht erlaubst, Dinge zuzuschreiben und abzuleiten aus der Bibel, die dir schädlich sein können. Strafimmunität. Mit anderen Worten, ich kann anstellen, was ich will. Jesu Blut steht mir zu gut. Und fertig, aus. Das geht nicht so. Davon gibt die Bibel Zeugnis. Ich will hören, was Gott der Herr reden wird. Denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Frommen. Ja, Amen. Das ist so wunderbar. Friede. Friede für euch. Immer und nur ausschließlich Friede? Nein. Lest doch in der Offenbarung die Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Da werden 5 von denen krass aufgefordert, sich zu bekehren, Änderungen, Veränderungen in ihr Leben hineinzubringen. Und wenn es nicht passiert, dann sind Konsequenzen angesagt. Für wen? Für geliebte Gemeinden. Ja, ich will hören, Friede. Und so predigen, das ist akzeptabel für mich. Da wird mein Gemüt doch erbaut. Und es ist auch gut so, das ist ja vorhanden, das soll dann nicht weggefegt werden. Aber nur, dass sie sich nicht wieder zur Torheit wenden. Was ist denn los, wenn ich mich wieder daran gewöhne zu sündigen? Mein altes Wesen wieder auszuleben. Ja, was ist denn dann? Da sprach der Herr, die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie sind Fleisch.
Ich will ihnen noch Frist geben, 120 Jahre. Die Menschen wurden an die 1000 Jahre alt. Und dann hat Gott etwas verändert. Er hat ihnen eine Erdenlebzeitverkürzung gegeben. Warum? Weil sie ein Problem haben, weil ihr Fleisch, ihre Menschlichkeit sich nicht weiter strafen lassen will und weil es ein Gefecht, ein Kampf ist, den Gott damit beendet, dass er sie schneller sterben ließ. Da sprach der Herr, mein Geist soll den Menschen nicht ewig darum strafen, dass auch er Fleisch ist. In unserem Fleisch liegen verborgen die übelsten Verdorbenheiten. Die sind enthalten. Und damit wir nicht wie 900, 1000 Jahre lang damit den Kampf haben, hat Gott bestimmt, nein, eine Verkürzung dieser Zeit. Denn es ist ein Ringkampf. Und da habe ich Verpflichtung mir selbst gegenüber. Was mache ich? Wie trete ich auf? Und gerade da kommt mir die Strafandrohung für mein persönliches Verfehlen, die steht mir da zum Nutzen, damit ich mich hüte vor mir selbst und meinem verdorbenen Wesen. Und dort, wo wir strafwürdige Dinge tun, da müssen diese Dinge angesprochen werden, bereinigt werden. Die Dinge müssen ans Licht kommen. Die können wir nicht so mal so wegschummeln. Und Gott selber kann in seiner absoluten Wahrheitsliebe, er kann uns keine Mogelpackung verkaufen. Er kann uns nicht diese Übel unbehandelt lassen. Nein, durchweg, durch die Bibel lese ich, die Dinge wurden ganz konsequent behandelt. Ganz eindeutig und auch streng. Und das alles war die Liebe Gottes, mit der er erzieherisch bei seinen geliebten Kindern eintritt. Ich ließ dir sagen, mich sollst du fürchten und dich lassen züchtigen. So würde ihre Wohnung nicht ausgerottet und der, ich sage dazu übel, keines kommen, womit ich sie heimsuchen werde. Aber sie sind fleißig, allerlei Bosheit zu üben. Sünde hat Konsequenzen, auch die Sünde von uns Christen. Es gibt da keine Art von, ich bin aus dem Schneider, mir kann nichts mehr passieren. Nein, ist nicht die Wahrheit. Hier ist es eindeutig. Du wirst gezüchtigt und nimm es an. Komm zur Gottesfurcht. Bleibe nicht in dem sich umkehren, zur Torheit zurückwenden, zur Dummheit deiner Sünde. Nein, sei doch nicht fleißig, Böses zu tun. Sei doch fleißig, Buße zu tun. Gehorche dem Rat und nimm die Züchtigung an, damit du endlich weise würdest. Nimm es an, dadurch kannst du Medizin erlangen, dadurch kannst du heil werden. Aber sie sind mir nicht gehorsam gewesen und haben ihr Ohr nicht zu mir geneigt, sondern sind hartnäckig gewesen und haben weder gehorcht noch Züchtigung annehmen wollen. Nein, 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 wollen wir nicht. Ausgeschlossen. Weg damit. Keine Strafandrohung, keine Konsequenzen für mein Leben, wenn ich Übles tue. König David hat es erfahren. Er kam in eine schreckliche Sünde, hat wunderbare Vergebung Gottes erlebt. Gnade über die Maßen, denn normal wäre eine Todesstrafe für ihn fällig gewesen. Aber es kamen Strafen und es kam eine Vergeltung, die ihn viele, viele Tränen gekostet hat. Das ist Realität Gottes, das ist Bibel, das ist die volle Wahrheit. Paulus hat gesagt, ich werde euch die ganze Wahrheit mitteilen. Natürlich, Vergebung, Gott, du bist reich an Vergebung. Das erfreut mich und ich brauche es doch auch. Davon lebe ich doch, na selbstverständlich. Und Gott ist so gnädig, dass er nicht gedenkt an all mein Zu-Kurz-Kommen. Wunderbar. Aber
Es gibt auch Realitäten von meinen verkehrten Dingen, mit denen ich abzuhandeln habe und mit denen er abhandelt.